Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop-Jahr 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich die Präzession. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes alles in westlichen Astrologie. Liebe Semilia, ich grüße dich. Das ist zwar nicht dein Jahreshoroskop, sondern Jahreshoroskop für deine jüngeren Tochter. Das Bild, was du siehst, ist ihr Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop, ändert sich nichts, das bleibt. Und das zeigt den Sternenhimmel über sie in diesem Augenblick, wo sie geboren ist, wann sie geboren ist. Und das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck, das ist ihren Lebensplan. Die Lebensbereiche, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden im Geburtshoroskop, das sind die wichtigsten Lebensbereiche in ihrem Lebensweg. Und das heißt, ihre Werte, Selbstwertgefühl, Besitz, Finanzen, dann sich zu behaupten gegen Konkurrenten, bestehen die Schule des Lebens, außerdem Bildung, dann ein Basis, ein Zuhause, dann die schöpferische Kraft, die schöpferische Energie und Kinder, Partnerschaft, dann Thema Loslassen, außerdem hier im Ausland oder im spirituellen Weg manifestiert sich etwas. Ihr karmischen Weg ist die Öffentlichkeit oder die Berufung leben und die Geheimnisse des Lebens. Dieses Bild bleibt. Was aber sich ändert, das ist sie und macht in sieben Jahren Perioden ihren Lebenserfahrungen. Das heißt, alle 7 Jahre sind anderen Themen wichtig oder hat anderen Eindrücke, anderen Begegnungen. Und das starten wir immer im Aszenden. Und sie befindet sich gerade in einer Jungfrau-Periode. Das heißt, alles ordnen, dann braucht sie auch Ordnung oder ist es auch ein Reinigungsprozess, ein Heilprozess. Nicht nur sie ändert sich im Leben und bewegt sich bei ihr einiges, sondern Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Bei Sonnenbewegung muss ich das korrekt beschreiben, weil eigentlich die Bewegung macht unserem Planet Erde, aber für unsere Wahrnehmung aus der Erde aus gesehen scheint das so zu sein, wenn die Bewegung die Sonne machen würde. Und diese Bewegung nennt man Transit, also dazu kommt natürlich Mond und die Planeten auch. Und dieser Transit löst etwas aus im Geburtshoroskop. Und wir starten Mai 2019. Anfang Mai befindet sich Sonne noch im Widder und zeigt die Monatsthema dann ab 16. Mai schon im Stier. Aber ich setze noch, so wie Anfang Mai, Sonne setze ich hier im Widder. Bevor ich aber beginne, nehme ich die beiden Mondknoten raus. Hier hat sie die absteigende Mondknoten Ketu im Waage und die aufsteigende Mondknoten Rahu hier im Widder im Geburtshoroskop. Aber diese Mondknoten bewegen sie sich auch. Also aus diesem Grund nehme ich das jetzt mal raus. Ich habe keine zweite Karte dazu.
diese Bewegung auch zeigen. Und ich setze Sonne zum Widder. Das heißt, Anfang Mai war die Monatsthema und auch natürlich Ende April, Anfang Mai ist die Monatsthema hier die Widderenergie, Kraft zu zeigen, mutig zu sein, etwas Neues wagen, in die Öffentlichkeit sein, dieser Glanz in die Mitte sich stellen und auch sich behaupten, sich durchsetzen und könnte schon ein Hinweis sein, beruflich orientieren oder Frage stellen, wo liegt eigentlich meine Berufung. Uranus ist auch immer wieder, Uranus bleibt nach dieser indischen Berechnung einigen Jahren im Widder. Das sind die gleichen Themen und Uranus sorgt dafür, dass hier diese Veränderungen da sind. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt, wo man sich behaupten muss, sich durchsetzen muss und das ist im Stier. Im Geburtshoroskop bedeutet Mars der Partner. In dieser Bewegung, in dieser Transitbewegung bedeutet oft andere Männer, wie zum Beispiel ein guter Freund oder jemand vom Verwandten oder ein netter Nachbar. Mars bewegt sich hier im Stier, das heißt, sie muss sich behaupten bei Freunden oder hier hat sie Kontakte mit anderen Jungs, das ist männlich. Und so sind die Verbindungen im Freundeskreis. Kann auch bedeuten, dass sie interessiert sich für Sport, weil Mars steht auch für Bewegung, auch für Sport. Und hier ein Verein, der sie aktiv ist, ein Sportverein. Jupiter vergrößert etwas, ist gerade rückläufig, das bremst etwas, damit wir nichts alles übertreiben. Bei Jupiter-Energie neigen wir nämlich dazu, etwas zu übertreiben. Jupiter bringt auch Glück und bei dieser Rückläufigkeit kommt auch Erinnerungen und Jupiter bewegt sich hier im Skorpion, das heißt aktiviert die Kindheit, auch die schöpferische Kraft, etwas schöpferisch gestalten. Saturn und Pluto ist im Schütze. Saturn ist der Planet der Schicksal, Hüter der Karma, belehrt auch. Und hier sind Schütze-Themen wie Bewegung, kann auch Sport sein oder Ausland, Auslandskontakten. Oder wie soll sie ihr Alltag bewältigen oder beruflich orientieren? Diese Rückläufigkeit heißt, hier bremst etwas oder hat sie Erinnerungen, karmischen Erinnerungen. Pluto ist auch hier im Schütze, auch rückläufig, hat auch mit Karma und auch mit diesem, Vergangenheit was zu tun. Rückläufigkeit zeigt Vergangenheit. Pluto-Thema ist Loslassen. Oft sind das Gefühle wie Verlustangst. Nicht nur Saturn und Pluto bewegt sich hier, sondern auch die absteigende Mondknoten. Diese absteigende Mondknoten oder Drachenkörper, Ketu, was die Vergangenheit symbolisiert, und damit ist auch Karma gemeint, all das, was wir schon in früheren Leben erlebt haben. In diesem Weg sind wir schon gegangen und hier kommen die Erinnerungen. Ketu bewegt sich im Schütze ganzes Jahr und 2020 auch noch. Zurzeit befindet sich Saturn und Pluto exakt auf diesem Knoten und aktiviert diesen karmischen Themen. Rahu, dieser Drachenkopf, was die Seele gerade braucht,
sich zu befreien, sich zum Entfalten, etwas Neues lernen. Dieser Drachenkopf bewegt sich dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch in Zwillingen. Hier sind Zwillingsthemen, was sie gerade auch befreit. Und nicht vergessen, das ist hier die Geheimnisse auch oder die Rückzug. Neptun lässt die Träume leben, vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Und Neptun befindet sich im Wassermann. Natürlich kommen hier Gefühle wie einzigartig zu sein, außergewöhnlich zu sein. Sie braucht zurzeit dieses Gefühl, das sollte man bei ihr stärken. Oder die künstlerische Begabung, das hat auch mit Neptun was zu tun, der Planet, der Künstler. Neptun lässt uns inspirieren. Und hier hat sie die Wandlung. Merkur und Venus ist in Fischen und das kann bedeuten, Schulungen, einen höheren Bildung, oft ist Universität, oder Kontakte, Gespräche im Ausland, möglich ist auch Fremdsprachen oder Spiritualität. Venus bedeutet im Geburtshoroskop ihr eigenen Weiblichkeit und wie sie dann die Liebe lebt. Bei diesem Transitbewegung kann das auch anderen Frauen sein, wie eine nette Freundin oder jemand von der Familie, auf jeden Fall weiblich. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock. Halbmond bedeutet, dass die beiden Lichter Sonne und Mond in einer Spannung sind. Und das sind Steinbock-Themen. Hier ist die Steinbock. Und das würde bedeuten, Ziele setzen. Und bei Halbmond neigen wir dazu, ungeduldig zu sein oder das aufzugeben. Steinbock liegt im 7. Lebensbereich, das ist Partnerschaft. Ich glaube nicht, dass es jetzt aktuell ist, aber vielleicht die Interesse an Jungs könnte sein. Juni. Uranus bleibt und so. Juni. Venus ist im Widder. Und das bedeutet entweder Kontakt mit Freundinnen und das in Öffentlichkeit oder sie will sich zeigen, ihre Kreativität oder ihre Schönheit, ihre Weiblichkeit. Und braucht auch Anerkennung, Lob, Kompliment. Sonne und Merkur ist im Stier. Monatsthema ist etwas Wertvolles im Besitz zu nehmen. Oder die Ruhe bewahren, diese Gemütlichkeit. Stier hat auch mit Finanzen was zu tun. Das kann auch ein Thema sein. Und hier im 11. Lebensbereich ist es auch die Wünsche, die Vorstellungen und auch Freundschaften. Und hier kommen auch Gespräche. Merkur sind auch, Merkur löst auch so etwas aus. Verträgen oder Terminen oder Gespräche, Nachrichten. Mars ist in Zwillingen, hier im Geheimen, wenn sie sich müde oder kraftlos fühlt, dann ist gut, wenn sie sich zurückzieht und die Ruhe bewahrt. Kann auch bedeuten, dass hier eine männliche Person spielt eine Rolle und es ist alles im Geheimen. 22. Juni wird Neptun rückläufig hier. Neptun zeigt unseren Träumen, unseren Vorstellungen, aber auch diese inspirierende Kraft, die Fantasie, auch die Begabung zum Kunst, Kreativität. Bei dieser Rückläufigkeit kommen auch Erinnerungen. Das ist Vergangenheit. 3. Juni ist Neumond im Stier. Neumond bedeutet Rückzug.
Nachdenklichkeit oder Meditation. Hier im Stierthemen sind ihre Wünsche, da nachdenklich zu sein oder sich zurückziehen in diesem Tag von Freunden. 10. Juni ist Halbmond im Löwe. Wieder Spannung hier im Löwe. Das kann bedeuten, dass sie Erwartungen hat, dass sie Wertschätzung bekommt und kommt nichts, wird übersehen. Und dann kommen die verletzten Gefühle, die inneren Unsicherheit. Oder hat mit Finanzen was zu tun, das Geld geht verloren oder sie kauft etwas, was sie bereut. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion, Thema Kreativität oder inneren Kind. Diese schöpferische Kraft wird beleuchtet, dann kommt die Skorpion-Energie dazu, die Gefühle, das wirklich transformieren, diese Verlustangst überwinden. 25. Juni ist Halbmond im Fischen. Halbmond ist hier vielleicht Prüfungsangst oder kann auch bedeuten, dass diese Spannung im Ausland ist, im Reisen oder kommt von Ausland. Juli. Sonne und Venus ist in Zwillinge. Hier im 12. Lebensbereich sind die Geheimnisse, auch die geheimen Feinde. Und kann das bedeuten, dass sie hat ihren Liebesgeheimnisse, weil sie vielleicht verliebt ist. Wenn sie das erzählt zum anderen, dann ist die Gefahr da, dass das weiter erzählt wird, weil die Sonne bringt das in die Öffentlichkeit. Kann auch bedeuten, dass hier eine Freundin nicht gut gesinnt ist mit ihr und sie öffnet den Augen und erkennt das. Sonne zeigt die Wahrheit. Kann auch bedeuten, dass eine Freundin erzählt ihre Geheimnisse über Liebe. Kann das natürlich auch bedeuten. Oder dass sie sehr zurückhaltend ist und sie möchte sich am liebsten verstecken. Mars und Merkur ist im Krebs. Mars kann die Kraft sein, auch die Bewegung, also kann Sport auch bedeuten. Hier bei Merkur sind die Handlungen, Gespräche oder kann auch bedeuten, dass Gespräche hat mit einer männlichen Person. 8. Juli wird Merkur rückläufig, das heißt die Gespräche nehmen zurück oder sie will was sagen und sie verschluckt den Worten. Sie möchte sich durchsetzen, das ist die Mars-Energie, etwas sagen, das ist die Merkur-Energie. Und bei Rückläufigkeit, sie traut das doch nicht zum Sagen oder das meldet sich jemand von Vergangenheit. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen, das heißt Rückzug, Nachdenklichkeit. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau. Spannung in die Schule oder bei Prüfungen oder ist schwierig, sich zu behaupten. Möglich ist auch, dass die Fehler an sich selbst sucht. Jungfrau kann kritisch sein, mit sich selbst auch. 16. Juli ist Vollmond im Schütze, gleichzeitig Mondfinsternis. Finsternisse haben immer mit karmischen Themen was zu tun. Karma wird hier aktiviert. 25. Juli ist Halbmond im Fische, wieder Spannung in Prüfungen oder Prüfungangst oder Spannung auf Reisen oder von Ausland. August. Merkur ist in Zwillingen. Merkur bedeutet Geheimnisse und das heißt nicht Merkur. Merkur bedeutet Gespräche und hier im 12. Lebensbereich bedeutet Merkur Geheimnisse. Das kann bedeuten, dass sie soll schweigen, kann auch bedeuten, dass jemand erzählt seine oder ihre Geheimnisse. Und hier liegen auch die geheimen Feinde. Möglich ist auch, dass hinter ihrem Rücken wird über sie geredet.
Sonne, Mars und Venus ist im Krebs. Monatsthema ist sie selbst, die Selbstdarstellung. Hier bei Venus Energie, sie möchte auch schön ausschauen. Vielleicht möchte eine neue Kleid oder anderen Haarschnitt, wie auch immer. Bei Mars Energie kann die Sport, Bewegung sein oder eine männliche Person. Und die Sonne zeigt hier die Glanz, die möchte wahrgenommen werden. 12. August wird Jupiter direktläufig. Hier, das heißt, es geht alles voran und hat sie auch Glück. Jupiter bringt Glück und Optimismus. 12. August wird Uranus rückläufig. Hier, diese Rückläufigkeit bedeutet nachdenklich sein, was möchte sie verändern oder abwarten, wo liegt ihre Berufung. Es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt zum Handeln, aber die Nachdenklichkeit ist wichtig. 1. August ist Neumond im Krebs. Sie soll da zurückhaltend sein, nachdenklich. 7. August ist Halbmond im Waage. Spannung zu Hause. 15. August ist Vollmond im Steinbock. Wird beleuchtet die Thema Partnerschaft. 23. August ist Halbmond im Widder. Hier ganz oben. Und bei diesem Halbmond hat sie das Gefühl, sie wird immer übersehen, bekommt sie zu wenig Anerkennung. 30. August ist Neumond im Löwe und wird hier von Regulus bestrahlt. Hier handelt es sich um ihren Werte oder etwas in Besitz nehmen, was für sie wertvoll ist. Es sind nicht immer die materiellen Dinge. Es können auch wertvolle Freundschaften sein oder Ideenreichtum. Und hier ist Regulus wirksam. Regulus ist der Stern der Könige und die Herz der Löwen. Und hier ist Herzensangelegenheit. Neumond ist Rückzug, nachdenklich sein. Was ist für Sie ein Herzensangelegenheit und ist wertvoll? Eine Hobby vielleicht oder schöne Freundschaften oder vielleicht die Liebe an etwas. Oder Kunst, wie auch immer, auf die Herz hören. September. Sonne, Mars, Venus, Merkur, alles ist im Löwe. Und hier aktiviert, hier die Werte, Wertschätzung und Finanzen. September wird Saturn direktläufig. Um 19. September und geht alles hier voran und das betrifft ihr Alltag oder den Gesundheitszustand oder die Lebenskraft, die Lebensenergie oder die berufliche Richtung. Bei Schütze kann auch Reisen sein oder Sport, Bewegung. 6. September ist Halbmond im Skorpion, Spannung hier. Wenn es um die Lebensfreude geht oder um die Kindheit, vielleicht mit anderen Kindern in Verbindung oder Geschwister. 14. September ist Vollmond im Wassermann, wird beleuchtet, was sie loslassen soll. 22. September ist Halbmond im Stier. Wenn sie Wünsche hat, dann fängt an Zweifeln daran oder Spannung im Freundeskreis. 28. September ist Neumond im Löwe. Hierbei die Werte, Finanzen, das Geld zurückhalten, ein bisschen sparsam sein, nachdenklich, wo sie Geld ausgibt oder was ist für sie wertvoll. Oktober, Sonne, Mars, Venus ist im Jungfrau. Für sie ist hier sehr wichtig, sich zu behaupten. Im Mittelpunkt zu sein, andere überzeugen, kommen auch Kontakte, Verbindungen. Merkur ist im Waage und das heißt entweder Rückzug, etwas zum Lernen oder etwas lesen oder Gespräche zu Hause oder über ihr Zuhause. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. Hier ein bisschen Spannung im Alltag,
13. Oktober ist Vollmond im Fischen. Das ist Klarheit oder braucht sie Klarheit, wohin geht die Reise. Das kann eine Planung sein über eine Reise oder Auslandskontakte oder Fremdsprache oder ein Studiumplatz. 21. Oktober ist Halbmond im Zwillinge. Das ist eine gewisse Unruhe, Nervosität und es ist wichtig hier der Rückzug. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau. Sie soll sich zurückhalten, anderen gegenüber wie Geschwister oder Verwandte, Konkurrenzen, Rivalen, dann eher die Rückzug. November. Mars bleibt im Jungfrau, das heißt, hier wird sie sich behaupten, Kraft zeigen, sich durchsetzen oder hat Kontakt mit einer männlichen Person. Das kann auch der Verwandte sein, also jemand von Verwandtschaft. Sonne ist im Waage. Thema ist inneren Gleichgewicht oder Gerechtigkeit oder etwas verschönern. Auch die Liebe, aber auch ihren Zuhause. Merkur, Venus ist in Skorpion. Hier kommt das Spielerische, das schöpferische Kraft. Bei Venus Energie kann auch die Kreativität sein und bei Merkur kommen die Gespräche dazu. Zwischen 1. und 20. November wird Merkur rückläufig und das bedeutet, entweder kommen Erinnerungen oder kehrt jemand zurück von der Vergangenheit oder sie wartet darauf, dass hier eine Nachricht kommt und das ist alles im Rückzug. Natürlich, hier kann auch um die Verliebtheit sein in diesem Bereich, Lebensfreude und Venus. Ab 21. November wird dann Merkur direktläufig. Die Gespräche nehmen zu oder sie bekommt eine Nachricht. 28. November wird Neptun direktläufig. Das heißt, all das, was sie wünscht, geht alles in Bewegung oder kommt zum Erfüllung. Zeigt auch die Kreativität, aber wenn das um Wunscherfüllung geht oder ihre Träume, dann ist wichtig, dass sie das auch glaubt. 4. November ist Halbmond im Steinbock. Hier neigt man dazu bei Steinbock, all das, was sie als Ziel setzt, entweder aufgeben oder ungeduldig sein. 12. November ist Vollmond im Widder. Hier bedeutet, ihre Bedürfnisse wahrgenommen werden oder sie hat diesen Glanz und tatsächlich wird auch wahrgenommen und steht hier in Öffentlichkeit. 19. November ist Halbmond im Krebs, eine gewisse Unsicherheit oder kann auch bedeuten, anderen versuchen sie zu nerven und sie verliert da die inneren Gleichgewicht. 16. November ist Neumond im Waage, das ist Rückzug, Nachdenklichkeit, über Gerechtigkeit, über Schönheit oder etwas verschönern, hat auch mit Zuhause was zu tun. Dezember, Mars und Merkur ist im Waage. Hier sind Gespräche mit einer männlichen Person und es betrifft Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit oder die Wohnsituation. Sonne ist im Skorpion. Hier ist wichtig, auf die Gefühle achten, aber handelt sich auch mit ihren schöpferischen Kraft. Jupiter verlässt die Skorpion, dann nehme ich Jupiter mal raus. Und Jupiter, Venus ist dann im Schütze. Und das heißt hier Glück. Glück im Alltag oder in beruflichen Richtung. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann. Hier ist eine gewisse Unsicherheit.
etwas loslassen oder die Frage stellen, was soll ich überhaupt loslassen? Natürlich ist auch die Neigung aus Verlustangst versuchen, etwas festzuhalten oder klammern. 12. Dezember ist Vollmond im Stier, beleuchtet Thema Freundschaften und auch ihren Wünsche, Vorstellungen. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe, das heißt die Werte Wertschätzung, hier ist eine gewisse Mangel, das kann bedeuten, dass sie verletzt fühlt, weil sie wenig Anerkennung bekommt, wenig Wertschätzung oder die Finanzen, das Geld verloren geht oder sie kauft etwas, was sie dann bereut. Spannung hier im Löwe. 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Nachdenklich zu sein, wie kann sie ihren Pflichten nachgehen, den Alltag bewältigen, wo liegt überhaupt ihre Berufung und auch Gesundheit. Bei Schützenthemen kommt noch Reisen, Bewegung, Sport auch noch dazu. Januar 2020. Mars ist in Skorpion. Das kann bedeuten, dass sie hier Kraft zeigt, ihre schöpferische Energie. Oder hat es mit einer Junge was zu tun und kommt die Lebensfreude. Kann auch bedeuten, dass sie was Kreatives machen. Sonne und Merkur ist im Schütze. Monatsthema ist den Alltag zu bewältigen, Pflichten nachzugehen, Gesprächen führen, vielleicht Arztterminen. Und Venus ist im Steinbock und aktiviert hier auch die Zielsetzung oder Bereich Liebe, Partnerschaft. Februar 2020. Sonne ist im Steinbock, also Monatsthema ist Ziele setzen, das nicht aufgeben, konzentriert zu bleiben, geduldig zu sein. Und Venus, Merkur ist im Wassermann. Das kann auch hier Gesprächen sein mit anderen Mädchen und dann auch Themen, was sollte man verändern. Das sind die Erneuerungsprozesse. Bedeutet aber auch Leidenschaft. März 2020. Saturn und Pluto verlässt die Schütze und übergeht im Steinbock und bleibt ziemlich lange hier im Steinbock, also einigen Jahren, und aktiviert Steinbock-Themen und das ist die Geduld, die Zielsetzung, aber auch Themen wie Partnerschaft. Sonne und Merkur ist im Wassermann. Und hier ist wichtig, ihre Selbstdarstellung, zu sich selbst zu stehen, das ist die Sonnenenergie. Und Merkur, natürlich die Gespräche, aber auch die Erinnerungen an die Kindheit, Jugend. Hier kommen solche Erneuerungsprozesse, Veränderungen. Sie ändert sich auch innerlich, aber auch äußerlich. Und Venus steht hier im Widder und das heißt die Kreativität oder sie steht im Mittelpunkt als Frau oder hat sie Kontakte zum anderen Mädchen und das in Öffentlichkeit. April 2020. Venus übergeht im Stier
Natürlich aktiviert Stierthemen, das Leben genießen, mal gemütlich zu machen. Das kann auch die Liebe sein, diese Liebe genießen, zur Ruhe kommen. Oder Freundschaften mit anderen Mädchen. Das ist natürlich auch hier bei 11. Lebensbereich, handelt sich auch um Freundschaften oder ihre Wünsche, schön zu sein oder die Liebe leben. Das kann auch dieser Wunsch sein. Mars ist im Steinbock. Erstmal zeigt hier die Kraft, sich zu behaupten, ihre Ziele erreichen. Oder ein männlichen Person, und das hat natürlich einen Einfluss auf die Partnerschaft. Und Sonne Merkur ist im Fischen, und das heißt, eine Reise planen oder Gespräche über eine Reise oder Kontakte im Ausland oder Fremdsprache oder Studium oder Prüfungen. Liebe Senilia, so könnte ich dieses Jahreshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir und auch deinen Töchtern alles Gute, alles Liebe von Dendera.